Hey Leute, was geht ab? Da bin ich wieder. Ich wollte euch ja berichten, was abgeht. Und zwar hatte ich gestern meinen Ölwechsel und auch den Schaltgetriebeölwechsel. Und da wollte ich euch mal ein bisschen was berichten, was da passiert ist, was abgegangen ist. In diesem Video nehme ich jetzt nur Bezug auf den Ölwechsel vom Schaltgetriebe. Und zwar, wie ich im letzten Video erzählt habe, war das tatsächlich so, dass der Wagen nur 90.000 Kilometer runter hatte. Ist ein 2005er, also er ist 12 Jahre alt, ungefähr, um den Dreh. Und es ist tatsächlich so, ich habe mich ziemlich krass gewundert. Ich dachte, 90.000 sind noch nicht so viel, aber als ich das Getriebeöl abgelassen habe, war das echt pechschwarz, also es war super dunkel. Ich habe leider kein Foto von oder kein Video oder sowas, aber es ist ziemlich, ziemlich dunkel geworden, das Ganze. Nach dem Einfüllen, wie man das macht, also ich habe so eine Werkstatt machen lassen, stand aber daneben, habe mir das alles angeguckt. Es gibt aber auch ein Video im Internet, da verlinke ich einfach mal drauf, die schreibe ich mal in die Description, wenn man selber machen will, wie man es macht. Die sind auch echt gut, haben ganz gerne Tutorials, aber vielleicht kennt ihr die Leute auch schon. Den Namen weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber egal. Auf jeden Fall kann ich meine Erfahrung dazu geben, und zwar mit dem Original BMW Getriebe, Schaltgetriebeöl. Es ist am Anfang wirklich so gewesen, dass die ersten Schalten, so die ersten 5-6 Minuten, das echt total scheiße war. Also es hat sich schlecht geschaltet, aber es hat sich nämlich gebessert. Hat sich echt schlecht geschaltet und war echt scheiße. Das liegt auch einfach daran, weil das Getriebeöl im Prinzip hier abgesackt ist. Wir haben es wieder neu aufgefüllt und die Schrauben zugemacht und alles. In dem Moment muss das Getriebeöl sich auch erstmal wieder überall verteilen und im Getriebe verteilen, irgendwie im Prinzip so sich angleichen, sage ich jetzt mal so. Aber so nach 5 Minuten, das flutscht jetzt richtig geil wie Butter. Es macht total Spaß zu schalten. Es war vorher auch immer richtig geil. Vor allem so dritter, vierter Gang und sonst was. Erster, zweiter war immer das Problematischste. Der Rest hat super funktioniert. Und die Problematik, dass ich den ersten Gang schlecht und schwer einlegen kann, ist tatsächlich weg. Also genauso der Change vom ersten auf den zweiten, gerade wenn es kalt ist, ist auch weg. Ist total geil, ich bin super zufrieden. Ich kann es jedem empfehlen, der irgendwie annähernd an die 100.000 Kilometer drauf hat. Wechselt auf jeden Fall das Schaltgetriebeöl. Wie gesagt, Materialkosten, zweimal das Öl von BMW, das braucht ihr. Ich glaube, ihr habt Füllmenge 1,6 Liter, wenn ich mich nicht täusche. Kann aber auch 1,3 sein, aber irgendwie sowas um den Dreh. Auf jeden Fall braucht ihr 2 Liter von diesen Kanistern, wie ich in dem anderen Video gezeigt habe. Und auf jeden Fall, Materialkosten sind dann, was waren es, 52 Euro, finde ich auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und der Wechsel an sich, bei meiner Werkstatt, wo ich bin, hat gekostet 20 Euro, also das ist Peanuts. Ich würde es jedem empfehlen, insgesamt für knapp 80 Euro hast du das Ganze gemacht und das Ganze fertig. So, und auf jeden Fall freue ich mich auch über den Channel, dass der auch ganz gut angenommen wird. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Like, über jeden Daumen hoch, bin ich echt happy drüber. Und ich versuche euch immer so schnell wie möglich, wie ich kann, zu antworten. Ich like eure Comments gerne, ich lese mir alles durch. Ich habe auch schon einigen Leuten, auch in anderen Videos, von den älteren Videos, geholfen. Ich glaube, mittlerweile haben 12 bis 15 Leute den Mittelschalldämpfer-Umbau auch gemacht oder haben sich dazu animieren lassen, den Performance-Anschalldämpfer zu kaufen oder irgendwas dergleichen. Ich freue mich, jedes Mal sehe ich irgendwie, dass der Channel ein bisschen was bewirkt. Und ja, auf jeden Fall bleibt weiter am Ball. Ich wünsche euch was und gute Fahrt weiterhin. Und das Schaltgetriebeöl muss gewechselt werden. Glaubt's mir, ist echt geil. Also, peace.